Hallo und ein herzliches Alaaf aus der Boxsport-Redaktion hier aus Köln. Wir haben aber nicht nur Feierei für euch am Karnevalsfreitag, sondern auch die wichtigsten Box-News der Woche. Wir fangen an. Wir haben den Boxer des Jahres 2015 in 5 Kategorien gesucht. Welche Kategorien das nochmal waren und wer sich durchsetzen konnte, das weiß Max Oppermann. 3 erfolgreiche WM-Titelverteidigungen. Dann im Dezember die Hochzeit mit seiner Freundin. Und zum Abschluss auch noch Sieger der Boxsportwahl Boxer des Jahres. Für Arthur Abraham hätte das Jahr 2015 kaum besser laufen können. Wenn jedes weitere Jahr so verlaufen würde, hätte ich nichts dagegen, sagte der WBO-Weltmeister im Supermittelgewicht. Auch sein Trainer Uli Wegner räumte bei unserer Leserwahl ordentlich ab und sicherte sich den Titel als Trainer des Jahres. In der erstmals aufgelegten Boxsportkategorie Profis international siegte Gennadi Golovkin mit großem Abstand. Der Mittelgewichtsweltmeister der Verbände WBA und IBF verwies sogar US-Superstar Floyd Mayweather Jr. auf den 2. Platz. Hier die Gewinner aller Kategorien im Überblick. Boxer des Jahres Arthur Abraham. Trainer des Jahres Uli Wegner. Boxer des Jahres international Gennadi Golovkin. AIBA-Boxer des Jahres Artem Harutyunyan. Boxerin des Jahres Susi Kentikian. Nach 15 Monaten kehrt die First Lady Cecilia Brekus wieder zurück in den Ring. Das Ganze soll im Kampf vor Marco Huck vs. Ola Afolabi am 27. Februar stattfinden. Und eine Gegnerin für die First Lady steht auch schon fest. Wer das ist und alle weiteren Details, das weiß Max Oppermann. Brekus verteidigte ihre Titel der Verbände WBC, WBA, IBF, WBO und IBO zuletzt am 29. November 2014 in Kopenhagen gegen Jennifer Retzke und siegte nach Punkten. Infolge einer Fußverletzung verbrachte die Championess anschließend allerdings Monate in der Reha. Am 27. Februar soll die Norwegerin mit kolumbianischen Wurzeln nun aber bei der Huck-WM im Gary Weber Stadion in Halle, Westfalen antreten. Ihre Gegnerin bei diesem Fight wird Chris Namus sein. Die 28-Jährige aus Uruguay kämpft im Superweltergewicht und hat einen Kampfrekord mit 21 Siegen und 3 Niederlagen. An dieser Stelle verraten wir normalerweise ja die bevorstehenden Boxkämpfe am Wochenende, wenn es wichtige Titelkämpfe sind oder generell interessante Kämpfe. Am Wochenende gibt es davon eigentlich gar keine und so feiern wir dann doch lieber ein bisschen was den Karneval und die Freude am Leben. Aber wir haben noch einen kleinen Lesetipp für euch. Wenn euch gerade heute das Thema Arthur Abraham interessiert hat, dann können wir euch die neue Boxsport-Ausgabe sehr ans Herz legen. Da ist ein großes Interview mit Arthur Abraham drin, ist ab dem 10. Februar am Kiosk, also holt euch das Ding, lohnt sich. Und dafür wünschen wir jetzt erstmal ein schönes Wochenende, einen schönen Karneval und sagen aus Köln, Kölle Alaaf!